Ja, hallo meine Lieben, ich bin's nochmal. Ich hatte noch was vergessen, das Wichtigste überhaupt. Ja, ich bin auch ein bisschen durcheinander. Sorry. Also nochmal zu dem Buch. Wir wollen uns jetzt so ein Buch gestalten. Und es ist ganz klar, wenn man jetzt hier eine Karte reinschiebt, zum Beispiel so eine Karte, dann sieht die hinten so aus. Da geht niemals Licht durch, okay? Niemals. Also habe ich mir diese Karte geteilt. Es geht jetzt nur um diese Karten. Geteilt, hier abgezogen, hier das abgemacht, seht ihr? Und das aufs Dünnste runter gemacht, ja? So, das könnt ihr so abziehen. Das geht wunderbar. So. Und dann könnt ihr auch durch die Karte gucken. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite ist, kommt jetzt. Ihr seht es hier. Ich habe hier, ihr seht, habe ich hinten dieses abgemacht und es ist ganz, ganz dünnes Papier jetzt nur noch. Ganz hauchdünnes Papier. Und dieses Papier habe ich auf so eine Folie geklebt. Ja. Und so kann man das, Moment, so kann man das wunderbar benutzen. Und man sieht auch was durch. Ne? Wenn ihr jetzt ein Foto benutzt, zum Beispiel von euren Kindern, Beispiel, dann könnt ihr gucken, ob ihr hinten das abziehen könnt, das weiße Papier, dass das dünner wird. Ja? Oder ihr nehmt das Foto und legt es die schöne Seite auf den Bauch und rubbelt euch hinten das Weiße ab mit Wasser. Müsst ihr natürlich vorsichtig arbeiten. Und dann habt ihr nur noch so ein dünnes Stück Papier, wo das Bild drauf ist, und das tut ihr euch auf so eine Folie draufkleben. Ich habe die Folien von Marie Marie bekommen und die benutze ich jetzt für sowas zum Beispiel. Und das wollte ich euch noch gesagt haben, nicht, dass ihr euch dann wundert, dass kein Licht durchscheint. Also ihr müsst schon das, was ihr mit Licht machen wollt, müsst ihr so dünn machen, das Papier. Ihr könnt natürlich auch dieses könnt auch Servietten nehmen und so und könnt euch diese Folie machen. Es kommt darauf an, zu welchem Thema ihr das machen wollt und für wen ihr das machen wollt und so weiter und so weiter. Ne? Ich habe mich in diesem Fall ja für die Karten entschieden, also musste ich mir was einfallen lassen, dass man wenigstens durch diese Karte, durch eine Karte etwas durchsehen kann. Und da habe ich mich für diese Karte entschieden und habe die eben mit diesen Löchern noch gemacht, damit das Licht auch ein bisschen mehr rauskommt. Ne? Und habe die auch diese Folie geklebt. Genau. Und das wollte ich euch nochmal gesagt haben, weil das ist nämlich sehr wichtig. Und hier ist so eine Folie, die ist schon ein bisschen, die hat schon ein bisschen Farbe abgekriegt hier. Das kriegt man aber wieder sauber, das ist kein Problem. Und das ist ja auch, wie gesagt, eine Bastelei. Ne? Und das kriegt man hier alles wieder sauber, weil das ja Plaste ist. Ne? So. Dann schiebe ich das davor, damit man hier so ein bisschen Schutz drauf hat, ja? Wenn man da mal anfasst oder so, dass nicht gleich die Karte dreckig wird und so, ne? Ja, ihr Lieben. Das wollte ich euch gesagt haben. Also wie gesagt, vergesst es nicht, euch die letzte Karte, wenn ihr sowas bauen wollt, ob das jetzt ein Bild ist oder wenn ihr mit Licht machen wollt, müsst ihr das eben so dünn machen, dass das Licht auch durchscheint. Das ist das Allerwichtigste, ne? So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese ganzen Karten rausnehmen würde, diese beiden hier, ich nehme sie mal raus. Ja, dann sieht das so aus. Dann habt ihr hier ein Loch. Ja? So. Und da könnt ihr natürlich auch das Licht sehen. Na, ist klar. Das geht natürlich. Seht ihr? So. Und ich wollte aber nicht so ein leeres Loch da haben. Und deswegen habe ich mir hier die Karten reingeschoben. Na, jetzt klemmt die hier irgendwo. Jetzt. So. Und da kann man wunderbar, wirklich ganz wunderbar, sich Bücher gestalten mit. Und ich finde das eine tolle Sache. So, ihr Lieben. Das wollte ich noch nachgetragen haben, dass ich das nicht vergesse. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, ihr Lieben.